Hallo meine Freunde, ja, da bin ich wieder nach einer, ja, ausnahmsweise etwas längeren Krankheitspause. Bin ich wieder da. Ich weiß noch nicht, ob das Tutorial am Freitag kommt, so viel schon mal vorneweg. Aber ansonsten sollte es ab nächste Woche wieder normal weitergehen. Da morgen aber auch schon Heiligabend ist, möchte ich euch auch jetzt schon mal frohe Weihnachten in Isolation wünschen. Und ja, dann legen wir dann direkt gleich los. Und zwar haben wir in der letzten Folge Maurice Fox gesucht, der Ayana Puri retten wollte. Das Ganze leider nicht überlebt hat. Und deshalb werden wir uns jetzt auf die Suche nach Ayana Puri begeben, um diese zu retten. Nomad. Irgendwie... Wir haben ihr nicht vertraut, als es nötig war. Ich finde, wir schulden Ayana was. Wir müssen ihr helfen. Ja. Josiah, Sergeant Major Hill hat sie. Ich glaube, ich weiß, wer sie hingebracht hat. Ich kann ihr helfen. Ayana hat sehr viel für uns andere riskiert, wissen Sie? Das müssen Sie mir nicht sagen. Und wir brauchen ihre Hilfe. Sie wird wissen, von wo das Steuerprogramm der Drohnen sendet. Ich gebe Ihnen einen Datenträger, den Sie in deren Rechner stecken können. Dann arbeiten die Drohnen für uns. Alles klar, Superhirn. Ich finde sie und besorge uns ein paar Drohnen. Jo, dann schauen wir doch mal. Das Beweisstück von Yellow Leg. Oh, ein weiteres Teil der Gedichtzeile. Schlängelt sich in Land- und Wasserkanälen. Das war, glaube ich, vermute ich, das, was uns gefehlt hat. Können wir das Ganze jetzt schon... Ach. Das hier ist, wo Ayana Puri festgehalten wird. Okay. In der abgeschiedenen Wildnis im Südosten, die zu einer Höhle führt, bewacht von einer Figur der Ahnen. Erhält der Wächter den Seelenpfad, schlängelt sich zwischen Land- und Wasserkanälen. Naja, vielleicht doch nicht so seltsam übersetzt, aber gut, wir haben die Info schon entschlüsselt. Sie ist in der abgeschiedenen Wildnis im... Achso, das steht jetzt einfach alles da. Okay. Hills Versteck finden. Gut, dann werden wir das doch mal tun. Jo, sieht so aus, als hätte ich das Rätsel gelöst und den Ort gefunden. Das habe ich jetzt einfach mal ganz schnell offscreen ohne Verabschiedung gemacht. Und passenderweise heißt dieser untere Berg auch Madman Hill. Oder Madman Hill. Aber ihr wisst schon, der verrückte Hill. So gut, dann würde ich sagen, ziehen wir doch einfach mal in die Höhle ein. Sieht ziemlich cool aus. Apropos cool aussehen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auf YouTube so sieht, aber ich habe mir eine neue Grafikkarte gegönnt. Mal endlich. Von meiner 3080 Ti. Aufgerüstet auf eine... von meiner 1080 Ti, Entschuldigung. Auf eine RTX 3070. Und ja, jetzt kann ich das Spiel endlich wieder auf den fast höchsten Einstellungen spielen. Fast höchst. Also ich kann sie eigentlich auf den höchsten Einstellungen spielen. Aber für die Aufnahme habe ich es ein bisschen runtergeregelt, weil die Aufnahme ja doch das System auch wieder etwas in Beschlag nimmt. So, hier gibt es einen Haufen Kisten. Da ist eine Tür. Ich hole zuerst die Kiste. Was haben wir hier? Recon A1. Und jetzt hänge ich da, okay, jetzt geht's. Was ist das denn für eine? Ein Scharfschützengewehr, okay. Hm, ja, ganz nett.
Wo ist Ayanna Puri? Lebt sie noch? Ich habe noch nie jemanden kaltblütig ermordet. Menschen ändern sich. Das stimmt. Jetzt verstehe ich, warum Walker den Laden übernommen hat. Du verstehst es auch. Was immer Walker wollte, was er mit den Leuten hier macht, ist nicht richtig und das ist nur der Anfang. Hilf mir, das zu beenden, bevor die Drohnen die Insel verlassen. Es ist schlimm, was mit den Leuten passiert. Aber die Zeiten ändern sich. Wandel schmerzt. Aber wir tun das Richtige. Zivilisten verprügeln. Das ist eine komische Art von richtig. Wofür hältst du dich eigentlich? Heldenhaft? Die wollen nicht mal wissen, dass es dich gibt. Ich will auch keinen Applaus. Nein. Du willst hier die Welt retten. Aber selbst Welt 2.0 ist nur Blut, Schlamm und Scheiße. Wir sterben, damit Leute wie Ayanna Puri in ihrer Glitzerwelt leben können. Wenn der Job das verlangt. Du kannst nicht gewinnen. Unser Wunderland ist mehr als ein paar Inseln mitten im Nirgendwo. Aber wenn du für Ayanna Puri sterben willst, sie ist hier drin. Okay. Die letzten Worte von Josiah Hill. Jo, folgen Sie ihm. Ja, ist echt, echt schön hier. Gefällt mir echt gut. Ja gut, wenn Hill ein Problem damit hat, für Unschuldige und für Zivilisten zu sterben, dann hat er sich den falschen Beruf ausgesucht. Bin ich ganz ehrlich. Echt eine geile Höhle hier. Ich werde am liebsten ohne Nachtsicht rumlaufen, aber dafür ist es doch ein bisschen dunkel. Hier ist nichts. Verstanden. Dito. Dito. Saleh. Ach, fuck. Roger, verstanden. Hier auch. Irgendjemand hat was gehört. Verstanden. Ah, er habe nichts zu berichten. Er hat nichts zu berichten. Finde ich gut. Nichts zu berichten. Verstanden. Hier auch. Kein Kontakt. Wow, das war knapp. Ich gehe in Deckung. Oh shit, ich muss weg. Oh, da war er. Ich habe ihn gesehen. Er ist hinter diesem Teil hier in Deckung. Ja, wir haben ein Problem. Beginne mit Suche. Bedrohung in der Nähe. Endlich. Fixieren und angreifen. Richtig gut. Schöner Bauchplatscher hat er gemacht. So. Den hinter dem Generator haben wir wohl erwischt. Ist gerade einer da hinten ins Wasser gehüpft, das habe ich gehört. Kein Sichtkontakt zur Bedrohung. Gehe näher ran. Aktiviere Sonarsicht. Ah, hallo. Doch. Okay, in der Nähe haben wir sonst keinen. Da hinten haben wir allerdings einen Geschützturm.
was mir sagt, dass wir dorthin müssen. Bin ich jetzt hier auch wirklich im Dunkeln? Ne, hier drin ist verdammt hell. Generell. Da hinten sitzt einer. Verdammt gefährlich hier. Ich will immer gucken, ob ich jetzt im Dunkeln sitze. Denn das hat durchaus eine Auswirkung. Mist. Oh fuck! Wie kann der mich sehen? Hey Digga, ich bin in Deckung! Dachte ich zumindest. Was soll die Kacke? Warum kann der mich sehen? Ich bin nicht nur in Deckung, sondern auch im Dunkeln. Alter Schwede. Erstmal heilen. Ich schieße. Aufgeknallt. Ja, fix, jetzt gehst du mir mal aus der Front. Danke. Oh, ist noch einer. Getroffen. So macht man das. Alter Schwede. Es ist die Kacke natürlich wieder am Dampfen. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum die Gegner nicht sterben, wenn sie einen Kopfschuss vom Teamkameraden bekommen. Sucht nach Zielen. Das sieht aus, als wäre ich verletzt. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, warum Fixit immer nach vorne rennt. Shit, muss weg. Ich glaube, ich muss Fixit mal die Schrotflinte wegnehmen. Denn mit der Schrotflinte verhält er sich echt unkollegial. Okay. Wir haben hier ein paar Sentinel. Ja, hier kann mich ja nicht sehen. Ich suche mir Deckung. Das war ein Wolf. Da oben. Zack. Okay, jetzt haben wir noch einen rechts. Team, zu mir. Zu mir. Bewegung! Sind auf dem Weg. Sucht nach Zielen. Wir müssen auf jeden Fall Fixit wiederbeleben. Konzentriert euch und macht sie kalt! Ich bewege mich. Wo ist der? Haltet sie aus! Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Positionswechsel! Ich mache nochmal den hier. Konzentriert euch und macht sie kalt! Okay, das ist da rechts. Da links ist Hill. Oh mein Gott, da ist das Dingens. Haltet sie aus! Da hinten ist der Generator. Oh, Deckung! Sowieso nicht gewinnen. Okay, das war rechts der. Oh, hi, Hill. Sorry, Hill. Sucht nach Ziel. Tut mir leid, aber. Augen auf, so. Hab ich noch. EMP-Granaten. Jawohl, hab ich. Kriege ich die da hinten hin? Nein, das war nicht genug! Lauf! 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 Boah, verdammt! Shit! Ich dachte, ich hätte das Teil. Beleb mich wieder. Oh mein Gott, ich bin schwer verletzt. Wie wär's mit Schießen? Freunde? Danke. Ja, natürlich sind da welche in der Nähe. Wir sind hier mitten im Feindgebiet. Was denkt ihr denn? Oh oh. Gutes Ding, Ghostlead. Wow. Die T1000
Teamkameraden sind manchmal echt Inkompetenz in Person. So, wir sind wieder fit. Und zwar keine Bandagen mehr, aber gut. So, der Generator ist da drüben. Weißt du was? So. Nur um sicher zu gehen, nochmal nachladen. Humple ich immer noch? Oh, verdammt. Ich habe nicht mehr genug Bandagen. Heißt das? Team, Feuer frei. Heizt ihn ein. Da kommen sie. Sorry, dass ich hier durch die Sichtmodi wechsle, als wäre es Unterwäsche. Aber, oh, eine MP5, cool. Wird direkt zerlegt. So. Da ist noch einer. Habt ihr nicht alle erwischt? Ja, dann schieß doch, meine Güte. Da kommt noch einer. Inkompetent. Ich sag's ja, inkompetent. Absolut inkompetent. So, wir sind leicht verletzt. Aber auf dieser Insel gibt's einen Biwak. Achso, ich habe gar nicht gezeigt, wo das ist. Ist hier auf die Egg Island. Und hier gibt's einen Biwak. Das haben wir gerade aufgedeckt. Ich hoffe, das fahren jetzt alle. Schauen wir mal. Okay. Das ist eine Zugangskarte, die die Zelle öffnet. Und wo ist die Zelle? Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. So, da sind wir reingekommen. Da hinten ist die Zelle. Ich frage mich, wie die Wolves hier sowas sehen können. Na gut, die haben vielleicht eine Nachtsicht in ihren Helmen integriert, in ihren Masken. Sieht mir eher aus wie ein Bunker als wie eine Zelle, aber okay. Ayana. Taxi. Alles gut? Ja. Alles gut. Sie gehören zu den Ghosts, die Aurora auseinandernehmen. Ich bin Nomad. Ich arbeite für Jay Skell und ich kannte Fox. Kannte? Ist Fox... Er wollte ihnen helfen. Kam Yellowleg in die Quere. Harmony. Sie ist so sicher wie wir alle. Hören Sie. Walker arbeitete mit einem Peter Miles von der CIA. Ich schulde mal was. Es gibt noch jemanden. Ziemlich hohes Tier. Es war sein Plan, die Drohnen einzusetzen. Hat er einen Namen? Den haben sie nie gesagt. Ich fürchte, da kann ich ihnen nicht helfen. Ich muss Walkers U-Boot stoppen. Skell und Madara haben einen Virus, der uns an den Drohnen vorbeibringt. Aber wir werden ihn von ihrem Hauptsendeturm aus übertragen müssen. Ich weiß, wo der ist. Walker hat jetzt sein Hauptquartier dort. Sie haben nicht viel Zeit. Gehen Sie. Ich kann auf mich aufpassen. Das hat man ja gesehen.
Okidoki. Oh, das war die Mission. Cool. Alles klar. Was haben wir denn als nächstes so auf der Agenda? Spaß gemacht hat es mir auf jeden Fall. Auch wenn ich mich ein bisschen blöd drangestellt habe, weil ich schon seit 2 oder 3 Wochen kein Breakpoint mehr gespielt habe. Wir haben hier Walkers Plan vereiteln und noch ihre Waffengefährten rächen, wobei das die letzte Mission ist. Und die will ich mir wirklich für das Ende aufheben, also für das Ende von Episode 1. Und diese Aufklärungsdaten hier, die sind irgendwie immer ungelesen, besser auch nicht. Okay, sonst haben wir nichts. Dann werden wir in der nächsten Folge wohl Walkers Plan vereiteln. Gut, meine Freunde, wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach mal schnell abonnieren, Glocke aktivieren und ja, dann vielleicht bis Freitag und wenn nicht, auf jeden Fall frohe Weihnachten und wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, meine Freunde, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.